Ein konvexes Trapez hat drei gleich lange Seiten mit der Länge 26 und seine vierte Seite misst 6. Frage: Wie viel misst seine Höhe? Wenn die zwei parallelen Seiten vom Trapez dieselbe Länge haben, dann müssen die zwei anderen Seiten ebenfalls dieselbe Länge haben, so hätten wir ein Parallelogramm, das nicht den Angaben entspricht. Also müssen die zwei parallelen Seiten verschiedene Längen haben, so dass die zwei anderen Seiten dieselbe Länge haben wie die große Basis. Was wir suchen, ist die Höhe von diesem Trapez und die finden wir raus durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Diese Kathetenlänge beträgt 26 minus 6 geteilt durch 2, also 10. Der Satz des Pythagoras ergibt h im Quadrat plus 10 im Quadrat gleich 26 im Quadrat. Also ist h die Quadratwurzel von 26 im Quadrat minus 10 im Quadrat. Das heißt, die Quadratwurzel von 676 minus 100, also die Quadratwurzel von 576. Und 576 ist das Quadrat von 24. Und somit ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.